Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1926. Wir sind jetzt im Winners Match der Gruppe C und das ist ein ZVZ mit dem Spieler in Rot. Das ist Rogue beim Team Dragon Phoenix Gaming. Sein Gegner in Blau ist sein Teamkollege. Das hier ist Dark. Und da haben wir wirklich das Beste, was koreanisches Zerg zu bieten hat, gegeneinander. Rogue beginnt hier auch schon direkt mit Vespingas und Spawning Pool bei 12 Drones, also aggressive Opener von seiner Seite. Dark wird das natürlich erstmal nicht scouten. Ja, die beiden sind wirklich da ein bisschen in der eigenen Liga. Die einzigen beiden, die so hoch im Ranking sind, auch mit zwei der stärksten Zergs der gesamten Welt. Ist einfach so. Mit auf dem Level natürlich dann ein Rainer und ein Zevil. Aber das sind keine Koreaner. Und ja, in Korea kommt danach dann noch Solar, der ist halbwegs auf deren Level. Der kann da noch mithalten. Danach tut sich doch ein gewisses Gefälle auf. Und dann kommen ein ganzer Schwung an andere Spiele mit Dongregu, Ragnarok, Armani. Aber eben an der Spitze stehen Dark und Rogue. Die führen das Feld da in Korea an. Und ja, haben auch schon einige Serien gegeneinander gespielt, sind schon öfter aufeinander getroffen. Es steht 20 zu 18 für Rogue, also wirklich sehr, sehr knapp. Und map-technisch, interessanterweise, ist es ein bisschen eindeutiger. Das finde ich sehr überraschend. Meistens hat man es andersrum, dass die Maps knapper sind als die Serien. Aber eigentlich ist es so, dass Maps 65 zu 42 für Rogue steht. Also da hat er einen deutlich größeren Abstand als in den Serien. Und wie man eben sieht, sein Link-Plan ist unterwegs. Darauf hat er hingearbeitet. Dafür natürlich frühe Drones geopfert, ist jetzt noch bei 12. Dark hingegen bei 19. Und Vision wird er erstmal nicht haben. Der Overlord braucht da lange, um an der Natural anzukommen. Die Linke sind fleißig unterwegs und werden hier gleich aufschlagen. Also Dark weiß jetzt gleich Bescheid. Was in Hedge wird, dass er sich vor dem Overlord scouten, was da abgeht. Wie man sieht, die Drone versucht zu fliehen. Jetzt ist Krisenmanagement angesagt. Was kann Dark gegen das ganze Thema hier machen? Die Natural wird jetzt belagert. Es gibt einen Spinecrawler in der Main. Es wird natürlich Queens gebaut, auf die Linke gewartet. Baininess kommt auch mal mit dazu. Speed Upgrade für Rogue kommt auch noch mit oben drauf. Morpht auch Baininess, also er will hier auf jeden Fall dranbleiben. Er muss natürlich irgendwas an Schaden machen. Er kann das jetzt nicht einfach so durchgehen lassen, dass dann gegen zwei Bastard ist. Er muss mindestens die Natural erledigen. Und selbst dann wäre es eigentlich wünschenswert, dass er noch ein paar Drones rausbekommt und den Gegner dazu zwingt, Drones zu verbauen. Sowas in dem Fall mit zwei Spinecrawlern bringt dann schon ein bisschen was. Trotzdem steht es da 19 zu 12. Also Dark ist gerade einfach nur durchhalten ohne Verluste, ist sein Motto. Könnte da vielleicht noch einen Baneling-Kokon verlieren? Ja, verliert auch einen. Der zweite wird fertig. Und jetzt geht es mit drei Baningen hoch. Erster Spinecrawler ist da, zweiter dauert nicht mehr lange. Queen hier auch wollt ein bisschen. Linge wollen oben. Und natürlich das Ziel ist jetzt Drones beschützen, weil da hat Rogue immer noch einen deutlichen Nachteil. Er droht jetzt nach. Das sind jetzt bei 13 zu 19. Also er hat noch einiges, was er aufholen muss. Und jetzt sammelt natürlich Dark mehr Ressourcen. Und sein Gegner hat noch keine Natural unterwegs. Also es sieht immer noch ziemlich gut aus, gerade für Dark. Weil Rogue zwar die Natural gekillt hat. Ja, das kostet sehr viel Geld, aber eben er kommt nicht durch bis in Drones. Und das gibt Dark eben Zeit, mehr Ressourcen zu sammeln, das Geld wiederum zu verwenden für seine Defensive. Er hat jetzt eigene Baininger am Start, schiebt den Spinecrawler eben nach vorne und sollte damit dann so gleich genügend Platz haben, um den Natural wieder nachzusetzen. Wird nicht da weiter und weiter wandern. Da kommt noch ein Kryptomon dazu. Also da wandert jetzt mehr und mehr raus. In der Zeit für Rogue gilt es, Drones nachzulegen. Sein eigener Natural ist unterwegs, aber ja, noch nicht so weit vorangeschritten. Und der Kampf steht eben noch aus. Linge und Baining sind auf beiden Seiten noch vorhanden. Da ist bisher nicht viel gestorben, außer die Hatchery. Vier Linge auf beiden Seiten, das ist echt verhältnismäßig wenig. Und da sieht man eben das Spielchen. Edge soll nachgesetzt werden, Queens beschützen das mit den Baining zusammen. Und Rogue lässt erstmal ab von der Aktion und ist halt immer noch in den Worken hinten. Da sieht man das, er war da nicht einmal im Mining vorne, weil die Drones wurden ja nicht mal abgezogen für irgendeinen Feind. Die haben einfach weitergearbeitet, denen war das egal, was der Natural passiert. Sondern die waren damit beschäftigt zu arbeiten und das Geld nach Hause zu bringen. Somit für Rogue, ja, nicht unbedingt der Start, den er sich gewünscht hat. Er hat natürlich auf mehr Schaden gehofft. Geht jetzt einmal in den Leertech, hat aber nach wie vor wenige Drones mit 21 zu 25. Und hier in der Natural durchzukommen wird umso schwieriger, weil jetzt sind gleich die beiden Spinecaller hier. Das heißt, auch durchrennen wird gefährlich, zumal die Baininger noch mit am Start sind. Also die Natural sollte einen weiteren Angriff erstmal überleben, zumindest solange es die Truppe ist. Und auch Leertech hier für Dark, also er ist da voll dran. Hat die Hedge verloren, aber er hat auch die mehr Ressourcen gemeint, dass sich das quasi für ihn rechnet. Also Rogue gewinnt hier nicht wirklich viel mit seinem Opening. Speed Upgrade ist ausgeglichen, beide Seiten haben Baininge und beide gehen auf den Leertech. Da ist Rogue schneller im Timing, auch sein Natural ist natürlich schneller im Timing. Und er holt nochmal den Drones auf, aber am Ende landet er halt in einer ausgeglichenen Position. Das ist eigentlich nicht das, was er erzielen wollte mit diesem Opening. Hat man auch nicht oft, dass ein Proxy kommt, das auch Damage macht, aber der Endstand von dem Proxy ist auf Augenhöhe.
Die Situation haben wir gerade. Link versucht hier zu scouten. Versucht dann reinzukommen. Die Queen versucht das zu stoppen. Speed Up Gate ist drauf. Die Queen aber in der Mainbase an der Rampe blockt das. Und er möchte das eben deswegen blocken. Es kommt ein Spire. Aber es kommt auch ein Spire hier. Zudem nochmal zwei Spinecrawler. Also Dark fühlt sich trotzdem noch bedroht und möchte auf Nummer sicher gehen. Aber da würde er Sporecrawler brauchen anstatt Spinecrawler. Weil mit vier Spinecrawler dann hier in der Wand, da wird wenig anbrennen. Klar, er hat hier nicht hochgesehen, hat ein paar Linge noch auf der Rampe gesehen mit der Queen zusammen, konnte sich dann eben nicht sicher sein, kommt da jetzt ein Follow-up, kommt dann weitere Link-Baning-Angriff oder irgendwas mit Roaches, irgendein Blödsinn, den Rogue jetzt hier noch auspackt. Aber nein, es ist stattdessen eben das lange Warten auf die Mutalisken. Die werden als nächstes da durchgezogen, 37, 34, also Rogue hat endlich mal den Workout, damit auch kurz den Mining-Vorteil. Aber, wie man eben sieht, supply-technisch sind wir auf recht ausgeglichene Situation. 40 zu 34. Die Spinecrawler schlagen natürlich nochmal hier zu Buche. Kosten Geld, kosten Drones. Dafür dritte Basis soll schneller gebaut werden. Hier ist es natürlich Two-Base Muta erstmal. Bei Dark prinzipiell auch, aber der haut seine Mineralien noch raus. Währenddessen kann Rogue eigentlich anfangen mit Mutalisken und baut die ersten 5. Also das Spielchen geht es los und damit ist es quasi Versuch Nummer 2. Nächste Bild, nächster Versuch. Hier ordentlich Schaden zu machen. Drei Spinecrawler, beziehungsweise zwei Spinecrawler hier. Und zwei Spinecrawler an der dritten Basis, um das abzusichern. Also Ningram Bites werden eine Herausforderung zum aktuellen Spielstand. Weil natürlich abgetendisch nichts haben, sind auch nicht so viele. Zwei Spinecrawler halten da doch recht lange durch. Aber die Mutas fliegen jetzt los. Es kommt das Carapace-Upgrade noch bei Dark und natürlich wird es jetzt gleich mitkriegen, okay, Mutas sind ein Thema. Denn Overlord 1 muss da geopfert werden. Damit kann man hier zu Hause trotzdem die Defense vorbereiten. Mit Sporecrawlern oder mit Queens oder eben auch, wie man es hier sieht, mit eigenen Mutalisten, weil man die Option dazu hat. Bisschen risikoreich ist es trotzdem, wenn der Gegner quasi in einen Angriffspunkt will, wo man nicht ready ist, könnte das auch ordentlich einschlagen. Stattdessen wird hier mal ein Lingram bei losgeschickt. Also Dark ist immer noch, glaube ich, recht unbeeindruckt von dem, was Rogue hier so macht. Hat jetzt hier die Map Control, wird aber gleich nochmal Linge abbekommen, die laufen da außen rum. Ach, knapp am Overlord, na, sind am Rande durch den Overlord durch. Mutas sind aber noch nicht ganz abgedriftet, somit die Linge können nochmal ein bisschen rumknabbern, kriegen aber nicht viel, vielleicht eine Drone, nein, die Drone wird auch beschützt. Die Linge kommen da nicht durch. Die werden jetzt zurückgezogen. Das heißt, der Muta kann noch ein bisschen drauf schießen, wenn wir ein paar Dinge rausnehmen. Schwimmen etwas. Also jetzt hat Rogue einen leichten Vorteil. Die gesnipten Overlords, der Supply-Bug natürlich die bessere Map-Vision. Da hat jetzt durchaus einen kleinen Vorteil. Sich ranerkämpft. Der Baning Rumbys funktioniert halt nicht, wenn der Gegner das Spinecrawler hier hat. Wie man sieht, da kommt der Baning zwar ran, aber er macht alleine nicht genügend Schaden. Da müssten Mutas jetzt das Follow-up kommen. Aber da ist eine eigene Mutas für die Defensive. Also am Ende macht das nichts, kostet halt Geld, aber bringt nichts. Dafür sind die Spinecrawler echt hilfreich. Wenn sowas direkt abfangen. Und auch in der dritten Basis haben wir das selbe Thema. 55 zu momentan 52 Drones. Supply ist quasi gleich auf. Also ist immer noch ein Spiel, wo alles entschieden werden kann. Wo man noch viel machen kann. Vierte Basis. Die spätere dritte und daneben die schnellere vierte für Rogue. Worker Danish geht es auch noch ein bisschen nach oben. Muta-Anzahl steigt und steigt. Carapace Upgrade natürlich ein Ticken schneller bei Dark. Das hat er früher angefangen. Holt jetzt noch das Attack Upgrade mit oben drauf. Und ja, der Muta-Ball wächst. Also wir werden da wahrscheinlich ein Fight ziehen, zwei Muta-Kugeln gegeneinander und eine bleibt halt am Ende übrig. Das ist immer ein nicht sehr ansehnlicher Fight. Weil es einfach zwei Wolken an Einheiten sind, die crashen ineinander. Und dann stirbt was und man kann es relativ schlecht verfolgen. Weil es einfach ein Durcheinander an Effekten und Einheiten ist. Und wie gesagt, am Ende bleibt halt ein Haufen übrig. Hängt viel damit zusammen eben, wie ist die Upgrade-Situation. Klar, wie viel Mutas hat man auf dem Feld. Sind Queens mit dabei? Sind Linge unten drunter? Das sind lauter so Sachen, die das beeinflussen. Quasi Linge stellt man drunter ab, in der Hoffnung, dass ein paar dieser Muta-Angriffe lieber auf die Linge abspringen, als auf die anderen Mutas. Das heißt, man bekommt weniger Schaden auf den Mutas und kann sie in der Luft mehr durchsetzen. Darum versucht man da oftmals Linge drunter abzustellen, dass die einfach ein bisschen Schaden absorbieren. Da ist nicht viel drin, aber jedes bisschen hilft, ist da das Motto. Oder eben, wenn die Queens ein bisschen mit reinspucken können. Das ist auch nicht so viel Schaden, aber es hilft. Aber wie man sieht, wir sind bei 23 zu 24 Mutas. Also da kann eine Queen wirklich Bedeutendes ausmachen. Supply wächst immer noch. Und da gibt es ein bisschen Linke-Plänkel. Und wie man sieht, es gibt unterschiedliche Upgrades. Nämlich das Plus 1 Attack-Upgrade und das Plus 2 Carapace. Haben dann anderen Gedanken, was da wichtiger ist. Linke rennen auch hier nochmal raus. Vierte Basis hier drüben jetzt gleich auch ein Thema. 67, jetzt 70 Drones zu 63. Da wurde nochmal nachgelegt. Jetzt gibt es mal wieder eine Aktion, nämlich ein Lingram bei auf die neue vierte Basis. Baning ist hier nicht stationiert, nur ein paar Linge. Die Hatch wird erstmal angeknabbert, die Linge werden gefressen, die Drones kriegen gleich auch. Jetzt kommt die Muta-Wolke und die will das verscheuchen. Am Ende der Schaden hält sich hier dann doch in Grenzen. Linge können auch ein bisschen reinscouten. Man sieht auch Priorität Vespingas, dass man da schnell sammeln kann, schnell mehr Mutas bauen kann.
wenn man eben da dran bleibt und weiter Nonstop Mutas gepumpt werden. 30 zu 32. Also da ist tatsächlich Dark noch einen Ticken vorne. Das mit den Upgrades wird jetzt schwieriger zu bewerten. Sie sollten sich größtenteils neutralisieren. Das Attack versus das Carapace-Upgrade in einem direkten Kampf. Klar, natürlich noch ein paar Unterschiede in Sachen Angriff auf Overlords, Angriff auf Queens. Da macht das Attack-Upgrade natürlich ein bisschen mehr. Und wie man sieht, die Mutas hier von Dark sind am Angreifen. Machen wir kurz eine Anzahl. 36, 32. Es hat gerade mehr und er nimmt Vespingas raus, wichtigerweise. Nur noch Thrones, die Vespingas abarbeiten. Also das war schon mal eine gute Aktion. Dafür kommt jetzt hier der Konter mit Massiglingen. Das sind aber auch Eigenlinge und der Spinecrawler und Banege. Das ist gefährlich für Rogue, da muss er aufpassen. Zieht sich auch entsprechend zurück. Hat hier keine eigenen Banes mit am Start. Die Mutas hier immer noch frech. Da sind jetzt die Queens mit dabei. Und 37 zu 35 Mutas. Man sieht, sofort platzt aber mehrere weg. Und da zieht sich zurück, bevor es in den großen Fight geht. Möchte das also vermeiden. Dafür kriegt er einen weiteren Lingwap ab. Der ist etwas gefährlicher. Der ist groß. Banege ist nicht ganz mit am Start. Versuchen die Queen zu schützen. Queen geht aber drauf. Linge rennen weiter in die Mainbase. Wenn das ein Counter-Lingwap bei in die Netzball und in die Mainbase. Beide wollen jetzt da einiges an Schaden an Eco machen. Hier wird der Spire surrounded, aber nein, die Mutas sind mit dabei. Die Linge sind aber noch übrig. Reicht das, um den Spire zu killen? Der hat noch 150 HP, aber er lebt. Währenddessen hier wurden auch alle Linge geklärt. Hat aber 6 Drones gesnappt. Also Dark macht da trotzdem den besseren Damage. 66 zu 59 Worker aktuell. Und natürlich das mit dem Mutas auch ein bisschen an Schaden gemacht. Bei dem Vespingas hier, das musste auch nachgebaut werden. Und wie man sieht, das läuft gerade nicht mehr so. Also insgesamt im Vespingas sammeln, wie man sieht, ist Dark vorne. Mit 300 pro Minute. Also das wird sich aufsummieren, wo man mehr Mutas bekommt. Die sind bei 40 zu 42. Das ist trotzdem noch sehr, sehr knapp. Natürlich schnelleren Reinforcement-Weg hat Rogue aktuell, weil er eben bei sich zu Hause kämpft. Aber da geht es eben in den Wolkenfight. Da ist genau die Situation. Es sind Queens mit dabei. Das sieht man auch schon. Zeus ist damit aktiv. Muta-Anzahl ist jetzt 30 zu 37. Das sieht nicht gut aus für Dark. Er fällt da schneller runter und das eskaliert. Das fällt dann immer mehr und mehr. Jetzt kommt es in den Reinforcements erst. Man sieht, wie spät das ist und wie vergeben das ist. Er hat versucht, die Linge da reinzubringen, aber auch die wurden aufgehalten. Und zwar von eigenen Lingen und eigenen Baningen. Ja, hier waren 4 Baninge stationiert. Die Linge wurden da ein bisschen abgelenkt. Baninge waddeln rüber. Erster Crash, zweiter Crash, dritter Crash. Nimmt nicht so viele Linge raus, aber es reicht, um die Anzahl stark zu reduzieren. Eben der Mutafight war wichtigerweise. Und das ist eigentlich das Essentielle. Weil mit 7 zu 31 Mutas, da kommt Dark nicht so einfach wieder ran. Auch wenn er mehr Vespingas-Mining hat. Das wird eine ziemlich große Herausforderung. Die Linge hier versuchen immer ihr Bestes, um mehr Schaden zu machen. Drones fighten da kurz mit, aber Dark weiß, ich habe den Mutafight verloren. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel, was man da retten kann. Und somit ist es das 1-0 für Rogue. Dark versucht da zu fighten, hat sich da stärker gefühlt, als er war. Und man hat eben gesehen, die Queens haben ausgeholfen. Und das war wichtig, dass die Queens ausgeholfen hat. Am Ende war es da, ja, 60 zu 40 im Damage, was da ausgeteilt wurde. Und entsprechend 38 zu 14 Muta gilt. Das ist eben, das fängt an zu kippen. Und dann geht es wirklich die Klippe runter. Also, da gibt es dann kein Halten mehr. Wenn der Fight einmal außer Kontrolle gerät, rettet man das nicht mehr. Das ist ja wirklich Schneeballsystem, was man da hat. Und so der Bogen hier im Mining. Ja, Early Game Anfang der Vorteil von Dark. Dann eben Rogue hat das ein bisschen übernommen. Generell war er nie wirklich groß. Plus minus 54 ist eigentlich echt wenig. Es waren Kleinigkeiten, aber es war wirklich der Fight, der das Ding hier am Ende entschieden hat. Obwohl Dark zuvor so eine gute Leistung abgeliefert hat, was Verteidigung anging. Aber so kann es passieren. Mal sehen, ob Rogue da direkt mit einer weiteren Pox jetzt nachlegt oder ob es in was Entspannteres weitergeht. Und da sieht man auch schon, was gespielt wird. Cancel auf die Drone. Und somit soll das ein Spawning Pool werden. Da wird nämlich das Geld gesammelt. Bei Dark hingegen kommt der Bild, den Rogue eben gespielt hat. Vespingas und dann Spawning Pool mit dazu. Also er wird die Linge mit Speed Upgrade versuchen. Rogue hingegen Spawning Pool only, wie es gerade aussieht. Das führt natürlich dann in verschiedene Richtungen. Nachteil für Rogue wird dann sein, er hat kein Vespingas, kein Speed Upgrade, kein Baningness zur Verfügung, sondern kann natürlich versuchen, Spinecrawler zu bauen, wenn er Drones mitschickt, wäre theoretisch möglich. Dann wäre es aber richtig hard all-in. Auf der anderen Seite Dark, er wird einfach Linge bauen und dann Speed Upgrade noch dazu andrücken und kann aber daraus auch weiterbauen. Also die Frage, wie krass das Rogue spielen möchte, wie viel Drones zieht er damit, um da doch eventuell Spinecrawler mitzubauen, das bleibt hier abzuwarten. Ja, die beiden übrigens Veto-Liste. Wir haben Curious Minds von Dark gevetoed, danach Pride of Altaris von Rogue, dann wieder Dark mit Blackburn und dann Rogue zuletzt mit Hardwire. Das heißt, die verbleibende Karte im Pool, das ist Berlin gerade, nachdem wir jetzt hier auf 2000 Atmosphäre sind. Spawning Pool ist gleich fertig. Und da sieht man eben Vespingas versus keine Vespingas. Klar, dadurch hat Dark minimal weniger Drones, weil er eben 2 Gebäude gebaut hat. Das heißt, er hat eine Drone weniger. Und das heißt entsprechend eine Drone weniger, die arbeitet, die Geld sammelt. Also da fällt er automatisch ein bisschen zurück. 6 Linge, 8 Linge und Drones werden auch mitgezogen. Also es soll ein paar Spinecrawler geben. Snap ist recht spät unterwegs. Okay, und da kommt der Rest. Okay, Rogue geht also hard all in. Weiß halt noch nicht, auf was er da trifft. Auf das, was er da trifft, wird ihn nicht glücklich stimmen. Mal gucken, der Overlord sieht er das gleich. Ja, er sieht jetzt die ersten Fillinge auf sich zulaufen. Der rudert zurück.
Kommando rückwärts. Aber das Problem ist halt jetzt gerade, er hat seine ganzen Drones losgeschickt. Die haben eine oder zwei Drones gearbeitet. Das heißt, in der Zeit ging gerade geldtechnisch gar nichts. Dark hingegen rennt unbeirrt nach vorne. Ihm ist das egal, er ist committed auf seinen Plan. Und er möchte jetzt das übernehmen. Da wird er natürlich direkt auf Linge treffen, was man da auch nicht unbedingt erwartet. Man hofft eigentlich, dass der Gegner möglichst greedy ist. Und somit auch er zieht sich erstmal zurück und sammelt sich. Da sieht man den Ausschlag, weil halt alle Drones mitgezogen wurden. Ah, ZVZ hat schon... hat Potenzial für ein paar richtig seltsame Situationen. Gerade so war es jetzt. Ja, wir sehen jetzt eben Ling, Speed und Baning dessen. Das gibt Dark eigentlich einen riesen Vorteil. Mit Speedlingen und Baningen gegen nur Linge zu kämpfen, die auch noch langsam sind, macht einiges mehr Spaß. Also Rogue wird es hier nicht so angenehm haben. Er versucht da drum rumzulaufen. Overlord wird das sehen, die Baninge werden aber gleich vor Deck. Die Frage ist, greift das an? Er kann es nicht mehr angreifen, weil jetzt sind die gleich da. Und da würden die Dinge einfach nur sterben, splitten sich jetzt. Und damit gibt es hier den Angriff auf die Natural. Und die Natural ist nicht zu retten nach dem aktuellen Stand. Da kommt ein Spinecaller noch in der Main. Der Baning kommt natürlich auch mit angewattelt. Da sieht man, dass hier der eine Baning wurde beschützt. Da wird der Spinecaller gefuchst natürlich. Da möchte da mehr. Rogue ist natürlich selber mit seinen Dingen unterwegs. Spinecaller wird hier nichts. Die Queen wird das nächste Stunde. Die Linge werden weggesprengt vom Baning. Und da ist noch ein Baning übrig. Das ist eben das Problem, dass man, wenn das nicht hier defensiv die Queen hält, das. Hier gehen die Drones down. Und damit wird das für Rogue gerade schlechter und schlechter. Hat gerade die ersten drei Drones verloren. Ist bei 11 Stück. Drone-technisch fast nichts da. Richtiges Low-Eco-Game, 3 Minuten, richtig kurzes Game. Dark macht damit den Ausgleich, weiß ich, Rogue eben, ja. Man kann nicht sagen, verkalkuliert, sondern verschätzt einfach und verspielt. Das war ein bisschen Glücksspiel. Das gehört einfach mit dazu. Das ist Build oder Roulette im Early-Game. Man weiß nicht, was der Gegner macht. Einzige Möglichkeit, das zu scouten, wäre es, direkt einer der ersten Drones wegzuziehen, um das zu scouten. Aber das macht kein Mensch, weil das kostet viel zu viele Ressourcen im Early-Game. Daher spielt man das blind, hofft auf das Beste. In dem Fall war das für Rogue, die schlechtere Karte gezogen. Entsprechend, Dark musste da einfach nur alles gut managen. Er hat alles gut solide gemanagt. Hatte die Baning mit dabei. Hat den Spinecall eben rausgenommen, bevor er irgendwas machen konnte. Und ab da war das für Rogue quasi unhaltbar. Und damit gibt es relativ schnell dann auch eine Deciders Map oben drauf. Jo, und hier hatten wir tatsächlich die entspannte Variante auf beiden Seiten. Hedge first, dann nach Vespingas und Spawning Pool. Entsprechend, Vespingas ist schon fertig, wird schon gesammelt. Und dann folgen Hedge und Spawning Pool zu dem gleichen Timing auf beiden Seiten. Also der Makro-Opener, der von beiden gespielt wird. Man sieht das auch, 20 Drones, Ressourcenstand ist nahezu gleich auf. Es sind 4 bis 8 Vespingas-Unterschied. Meine Radiants sind 40, 30, 50, irgendwas sowas in dem Bereich. Ja, das sind die minimalen Ausschläge. Also da läuft das alles recht gleich ab. Und es wird da am Anfang natürlich dann auch nicht viel passieren. Man braucht ein paar Linge am ehesten, um zu scouten. Man sieht, Rogue spart sich die Linge gerade komplett. Dann sagt, könnt ihr auch eine zusätzliche Drone sein? Man weiß ja jetzt mit den Overlords, die man vorne hat, dass der Gegner kein aggressives Opening spielt, sonst wären schon ein paar Linge an ihm vorbeigelaufen. Entsprechend kann man das ausnutzen, auf mehr Economy pushen und wir kriegen da, ja, wie man sieht, die vorige Map war in 3 Minuten zu Ende. Diese Map ist in 3 Minuten noch nie mal was passiert. Das ist halt, ja, der Gang der Dinge. Unterschied zwischen dem aggressivsten Opener, den man wählen kann, und dem makrolastigsten Opener, den man wählen kann. Weil nicht ganz makrolastig, es würde sogar nur die Stufe drauf geben, aber das ist dann im Gebiet zu greedy, dass man zu viel Potenzial hat, um da einfach dabei drauf zu gehen, weil man keine Defense hat. Also man kann versuchen, Doppelhedge vor Pool zu setzen. Das ist nicht 100% unmöglich, aber man spielt halt da schon richtig krasses Roulette. Die Gewinnchancen sind nicht so hoch. Weil selbst gegen normale Opener kann man da Schwierigkeiten kriegen, wenn man halt 300 weitere Mineralien in den Hatchery versenkt, anstatt für irgendwas Sinnvolles, was einen eventuell dabei unterstützt, Basen zu verteidigen. Entsprechend sieht man das auch nie. Ich meine, theoretisch sind viele Build-Order in StarCraft möglich. Man kann viel Blödsinn spielen. Theoretisch kann man Hatches setzen ohne Ende, bevor man einen Spawning-Pool baut. Hat allerdings natürlich die Voraussetzung, dass der Gegner eine der Zeit nicht angreift. Ansonsten geht das ziemlich schnell ziemlich schief. So, wie man eben sieht, Dark hat ein paar Linge rausgebaut. Rogue hält das gerade alles hauptsächlich mit seinen Queens. Und kümmert sich um seine 2 Basen mit einem Roach von Mislatex, währenddessen Carapace und die 3. Basis bei Dark. Also wir sind jetzt in unterschiedliche Richtungen gewandert. Was man gerade sieht, Drone-technisch 34 zu 42. Also da wurde fleißig auch nachgelegt bei Rogue. Jetzt geht's mal los mit der ersten Roach und weiteren Overlords. Also er stockt jetzt sein Army-Supply auf. Hat am Anfang ein bisschen, wie man sieht, gespart. Ein Ticken zumindest. War da immer ein Ticken später, ein Ticken weniger. Und jetzt steuert das hoch natürlich mit den Roaches, geht das ziemlich schnell, hat eben dafür dann Mining-Vorteil. Kommt natürlich auch dadurch, dass 300 Mineralien 4 rein investiert wurden und die Hatch ist jetzt entspannt online, das heißt, da gibt es mehr Larven, einen dreifachen Inject.
Somit die Produktion von Dark ist künftig stärker als die von Rogue. Der währenddessen ein paar Rotes aufs Feld wirft, aber auch nochmal nachdrungen. Das wird trotzdem makrolastig bleiben, weil man sieht tatsächlich den Wechsel von den Roaches in den Two-Base Spire. Ist natürlich verhältnismäßig spät. Da sieht man das vierte Westbeengas mit dazu. Das wird natürlich dauern, bis Mutas da irgendwo aufschlagen. In der Zeit kann Dark einiges bewerkstelligen. Sein eigener Roach schon wird fertig, wenn sein Carapace abgewirkt durch sein. Was dem Mutas auch nicht so viel Spaß macht. Und die versuchen Drones oder Queens zu bekämpfen. Und da Carapace drauf ist, es wird deutlich zäher, die ganze Aktion. Und auch Roach ist unterwegs. Und natürlich die kann man da mit Mutas nicht mehr schlagen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass es einfach nur im besten Fall ein paar Transition-Mutas werden für Rogue. Also so diese 4-5 Mutas, die einfach über die Map fließen und überall Overlord slifen. In der Hoffnung, dass man damit dem Gegner die ganze Sicht von der Karte nehmen kann, dass er die Overlords zurückziehen muss. Eventuell kann man noch ein paar mitnehmen. Aber wirklich viel Schaden wird damit nicht anrichten. Das wird sich Rogue wahrscheinlich auch selber denken. Er hat den Overseer hier, hat drüber gescoutet, mehrere Queens gesehen. Er weiß von der dritten Basis, dass das ein gewisses Risiko ist. Hat selber eine dritte unterwegs mit Begleitschutz. Und ja, wir haben 6 weitere Overlords für Dark. Also er wird jetzt umrüsten auf Roaches. Mehr und mehr. Macht dafür sehr viel Supply frei. Dritte Basis 40 Drones zu 44. Also Worker-Tennis ist Rogue immer noch vorne. Dark hält sich da ein gutes Stück zurück. Dafür schießt sein Army-Supply weiter nach oben. Carapace ist jetzt gleich drauf. Wenn das ein Missile Attacks 1 wurde auch fertig bei Rogue. Der hat auch einige Roaches mit dem Angriffs-Upgrade. Aber wird dann halt auf Ravager mit Carapace treffen. Und natürlich die Linge. Und das ist eine recht interessante Kombo. Die Linge rennen einfach drauf, wollen die Roaches blocken. Durch das Carapace halten sie ein bisschen länger durch. Und die Ravager auf der anderen Seite, man wird das in den Schaden. Gerade Traum wäre natürlich, wenn man die Ravager, die Roaches einkreisen kann. Dann spammt einfach die Mitte rein, ein paar Corrosive Bites. Und dann hat sich diese Truppe ziemlich schnell erledigt. Das wäre die Hoffnung, zumindest für Dark. Aber erstmal geht jetzt zum Angriff über. Es kommen die 5 Mutas, wie gesagt, gegen Carapace 1. Es wird dauern, bis sie diese Army loswerden. Und die dritte Basis, die ist zwar da, aber sie ist in keinem guten Zustand. Und wird, so wie es aktuell aussieht, nicht überleben. Man sieht das auch, Rogue. Bunkert deutlich mehr, hat also auch Sorge, dass der Push noch weitergeht auf seine Natural. Versucht es eben zurückzugeben. Da kommt der Damage der Mutas, der nicht so beeindruckend ist. Man sieht, sie müssen lange drauf fokussen, auch auf den Ravager, um den Kleinen zu kriegen. Die Ravager müssen trotzdem nach Hause. Die hoffen natürlich, dass sie teilweise noch überleben. Queens jetzt mit dabei und die Mutas sind da aktuell zu viert, werden da nicht so viel richten können. Wobei, an den Sporkorn wurde noch gespart tatsächlich. Ja, kommen jetzt die ersten beiden. Die haben jetzt überlegt, sollen wir nochmal rauslaufen oder nicht. Erstmal kann der Rückzug Rogue noch ein bisschen Ressourcen auf der Bank, würde aber natürlich gerne nochmal eine weitere Hedge bauen. Das ist wie ein Thema, das wahrscheinlich nicht durchkommen wird, denn die Linge sind da und die Linge fressen sich sofort wieder durch die Hedge durch. Die Mutas sind jetzt unterwegs und an den Sporkollern wurde wirklich deutlich gespart und das kostet. Das hätte Dark besser halten können, hätte einfach in jeder Mündung einen Sporkoller gehabt, weil gegen 5 Mutas schafft er einiges. Somit die Mutas nehmen 4 Kills mit. Die Roach-Ling-Army ist hier vorne aber auch immer noch, wie man sieht, diese Ravager-Ling-Army hauptsächlich und möchte die Wall belagern, aber das sind eigene Roaches in Masse. Die Mutas werden auch immer noch mehr interessant, da weißt du, Rogue investiert da mehr Geld rein. Da hingegen schnappt sie das Missile-Attacks-Upgrade und ein Leer-Tag, also 2 Upgrades gehen noch nicht, da fehlt ihm die Tag-Stufe. Also er hat ziemlich Low-Tag, gibt jetzt seine Queens dann nach vorne, um die Mutas abzuwehren, aber die farmen jetzt doch Pills, also die Mutas machen damit doch mehr als erwartet, weil sich der Dark nicht so gut darauf vorbereitet hat. Und ein bisschen stur war, wie man sieht. Er ist auch immer noch stur. Er baut einfach weiter auf Roaches. Klar, hat auch nicht so viele Optionen, muss man sagen. Er kann im Prinzip Roaches oder Linge bauen. Oder Queens. Aber gerade ein paar mehr Queens gegen Mutas wäre doch hilfreich, wenn man eben mag. Das werden mehr und mehr. Er hat einiges mehr auf die Karte geworfen. 11 Mutas sind es jetzt schon, aber man sieht langfristig wird es kein Mutas. Da kommt Mr. Tex 2, Carapace 1 und weitere Roaches werden jetzt auch gebaut. Also Rogue spielt da ein bisschen Hybrid-Style. Zwischen Mutas und Roaches. Und hat jetzt seine Map-Control. Dark hat nur noch einen Overlord vorne und der ist quasi in seinem eigenen Fußball. Also als vorne kann man das nicht wirklich betiteln. Und selbst der rudert jetzt nur mal rückwärts, weil er Angst hat, dass er gesniped wird. Das sieht man eben. Vision-technisch ist nichts mehr los für Dark. Er tappt im Dunkeln, versucht den Creepster irgendwie nach vorne zu bringen, aber auch das ist schwierig. Die Mutas kontrollieren jetzt ein bisschen die Karte. Währenddessen kann Rogue tun, was er will und geht auf 2 weitere Retries. Muss natürlich da ein bisschen nachlegen. Kann nochmal einen Overlord mitnehmen. 57 zu 53. Nach wie vor der Dark-Work-Account ist nicht so spektakulär. So, sieht für Rogue trotzdem noch alles sehr, sehr ordentlich aus. Mutas haben echt mehr gemacht als erwartet. Und Dark legt jetzt mit den Queens nach. Und sein Missile Attacks 2 kommt noch und natürlich Road Speed. Das hatten die bisher auch nicht. Waren also recht langsam unterwegs. Und ja, die Mutas cruisen ja einfach von A nach B und hoffen, dass sie einfach irgendwo Schaden machen können. Jedes bisschen ist was wert. Man sieht hier,
die Arbeit gegen das Carapace-Upgrade, dass die Drones da weit überlebt haben, noch die Hälfte der Hitpoints haben, regenerieren sich wieder, alles halb so wild. Aber Hauptsache, Dark ist eine Weile beschäftigt und Rogue kommt auf den Max-Out mit seiner vierten Basis. Work-Account hat er nicht höher gelegt, sondern er hat einfach massig Roaches jetzt produziert, dass er plant, wie es aussieht, auf einen Angriff. Mit der Masse Roaches, weil wenn man 2 Supply erreicht hat, will man damit auch irgendwas tun. Und das nicht einfach so aussieht, voll rumsetzen lassen, das bringt nichts. Wenn man weiß, man ist vor dem Gegner maxed out, dann möchte man den Supply-Vorsprung natürlich ausnutzen. Im besten Fall, indem man einen Trade nimmt, der gut läuft, indem man mehr Ressourcen zerstört, als man verliert. Die Mutas cruisen immer noch rum und machen mehr Schaden. Und auch hier sieht man ein Winkel, wo keine Queen gerade da ist. Queens kommen anmarschiert. Trotzdem nervt das, was Rogue betreibt, aber er wartet weiterhin. Geht jetzt selber auf den Infestation Brüder, also das ist sein Gedanke. Trotz Max-Out, er greift nicht an, sondern er taggt einfach. Der Gegner macht dasselbe, da kommt ein Infestation Pit und ein Lurker dann. Also beide wollen jetzt Richtung Lurker und Richtung Hive-Tag. Dann könnte das Game durchaus noch eine Weile dauern, wenn jetzt beide so defensiv bleiben. Da sammelt jetzt erstmal das Geld, da sammelt sich dann auch der Tag an. Und dann wird es eine Lurker-Schlacht. Das heißt, man braucht auch zwingend Vipern. Ohne Vipern funktioniert der Fight nicht. Und dann ist die Frage, wie wir da noch weitergehen. Gibt es da noch Ultralisken mit oben drauf und hoffen, dass man damit da irgendwie durchbrechen kann durch die Lurker? Aber auch das ist eine Herausforderung. Alternativ, Blue Dots sind tendenziell eine Option. Eine richtig späte Option. Haben natürlich auch das Risiko, dass Vipern mit Abduct gegen Blue Dots ziemlich viel anrichten können. Aber man kann mit Blue Dots auch Lurker belagern. Ist nicht ganz unmöglich. Dann kommt es wiederum, fängt einer an, sich mit Spore-Collern einzumauern. Dann wird das mit den Blue Dots nämlich deutlich schwieriger. Also da gibt es jetzt einige Optionen, die uns offen stehen. Erstmal wollen die beiden zum Lurker-Deck. Das ist mal Schritt 1 und dann sehen wir weiter. Wir sind jetzt auch im Nydus-Netzwerk. Neue Basis hier gibt es noch nicht. Die Basis hier oben läuft auch nur bedingt. 54, 52. Die Economy ist halt auch nicht so krass, weil die beiden massig auf Road Army Supply gebaut haben. Und damit jetzt nicht wirklich Supply frei haben für irgendwas Sinnvolles. Wir sind bei 54 zu 33 Roaches und es passiert halt nichts. Wir sind jetzt bei 1400 zu 2000 Resources Lost. Das ist wirklich der Deciders-Map-Effekt. Ist voll am Start bei den beiden. Vor allem dritte Karte, ich darf nichts mehr verlieren. Lieber vorsichtig angehen. Das ist so der Gedanke von beiden Seiten. Und das ziehen sie gerade auch recht eisern durch. Bloß nicht zu hart committen in irgendeinem Kampf. Wobei ich erstmal sagen muss, es ist ja das Winners-Game. Also selbst wenn man hier verliert, hat man natürlich noch ein Deciders-Game in der Gruppe. Also ist dann nicht gleich raus. Denn das geht nur darum, wer quasi als Erster in die Playoff-Phase kommt. So, hier wie man sieht, erster Fight mit Corrosive Ice, mit Roach-Pots gegeneinander. Es sterben ein paar Drones, nämlich oben die vierte Basis hat Probleme, hat deutliche Probleme. Die Roaches versuchen was ist das zu stoppen, aber sind zu langsam. Zumal die Roaches unten auch abgelenkt wurden. Die Linge opfern sich alle dafür. Der Nydus kommt tatsächlich durch eine Mainbase. Das sind ein paar Ravager, ein paar viele Ravager, die noch im Nydus stecken. Das dauert aber, bis das alles rauskommt. Und somit gibt es jetzt hier den Drone-Schaden. Kann man den Highground halten? Das ist natürlich richtiger Luxus für Rock, wenn er eine komplette Basis abisolieren kann. Die Queens marschieren da hoch, haben noch nicht ganz zum Süß. Jetzt wird die Energie mal rausgehauen, aber die Wall wird erstmal gelten. Konter Corrosive Files. Die Rampe scheint zu halten. Dafür nächster Angriff kommt. Roaches gehen hier rein, versuchen das zu belagern. An der vierten Basis gibt es einen Muta-Angriff. Also die vierte, für die sieht es auch schlecht aus. Wir sind jetzt bei 53 Worker. Die Roaches rennen hier durch die Gegend. Die beiden haben natürlich Geld, um die Roaches nachzubauen. Da soll es den Snipe einfach auf die Hedge selber geben. Die dritte wird weggekotzt. Kein Transfusion dagegen, keine Queen dagegen. Und auch die vierte ist weg. Somit 2 Basen jetzt für Dark und 3 Basen für Rogue. Die Economies auf beiden Seiten sind immer noch ziemlich mickrig. Zu dem, was möglich ist als Zerg. Dagegen ist 50 Drones auf 2 bis 3 Basen wirklich wenig. Und da gibt es den nächsten Angriff. Aber jetzt sind die Lurker in defensiver Position. Das macht es deutlich schwieriger, so eine Basis anzugreifen. Seismic Spines und Adaptive Talents kommt als nächstes. Also der Tech-Wechsel ist dann bald durch. Die Roaches hier sind nochmal unterwegs. Schließen sich mit dem Mutas zusammen, um hier noch mehr zu belangen. Die dritte könnte da eventuell nochmal gecancelt werden. Hydra ist aber auch mit dabei. Das heißt, die Mutas müssen aufpassen. Rogue Max mit den nächsten Roaches. Hat aber jetzt eben ein paar Lurker mit am Start. Nimmt den nächsten Nydus mit dazu. Und die beiden. Es ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Game, was die dieses Jahr liefern. Das steht jetzt schon fest. Also es ist Potenzial da, dass wir hier noch locker eine halbe Stunde sind. Da kommt jetzt der Nydus, da kommen mehr Roaches raus. Rogue ist derjenige, der dann ein bisschen mehr Druck machen will. Eben viele Roaches hier nutzt mit der Nydus-Kombination, um die einfach von A nach B zu verlagern. Macht es da auch auf der anderen Seite. Und eben die Hoffnung ist, dass er dem Gegner die vierte Basis weghalten kann. Und bisher gelingt das auch. Ohne vierte Basis blutet natürlich Dark da irgendwann aus. Ja, der will hier gerne Head setzen, aber da steht schon ein Nydus-Wurm, der da auch gleich spawnt. Entsprechend wird die Drone, die hier gleich kommt, nicht viel Glück haben, außer am Nydus ist nichts drin gerade. Also schwierig. Schwierig für Rogue, der hätte mehr machen können. Es sind nur 3 Roaches. Und
zumindest die Jonesnipe wäre drin gewesen. Stattdessen wird hier mit den Lurken die Rampe gehalten. Und wir sehen die Upgrades, Adaptive Talents, Seismic Spines, da wird nochmal, die haben das umgedreht angefangen. Also Dark hat mit Adaptive Talents begonnen, zieht jetzt Seismic Spines nach. Und bei Rogue ist es andersrum, da kommen noch Tunneling Claws und Burrow. Wir haben natürlich Hivetech da, aber tatsächlich, Viperntechnisch tut sich noch nichts. Bei Spingas ist es auch nicht unbedingt so üppig vorhanden. Bei Dark, ja, ist genau das, was ihm fehlt. Bei Rogue erstmal Supply Wall, also er kann da gerade gar nichts tun. Die vierte wird ein weiteres Mal gecancelt. Mutas kümmert sich drum. Hat ihm wirklich schon sehr, sehr viel gebracht in diesem Game. Die Mutas waren sehr fleißig, da sind wir die erste Viper. Wie gesagt, die sind irgendwann zwingend erforderlich. Ohne eine Viper kann man hier nicht mehr kämpfen. Mining technisch ist es ein Auf und Ab, aber grundsätzlich Vorteil für Rogue, der da auch immer noch mehr Bank und Max Out Supply hat. Natürlich da auch einiges auch an Roaches gebaut. Entsprechend darf man das nicht überbewerten. Es ist trotzdem noch einiges Roach Supply auf der Karte. Mit 38, 32 Mutas, hier wird es doch mal gestoppt. Und ja, für Dark fehlt natürlich immer noch zuverlässige Antia, um die Overseer loszuwerden. Die Kniens und Hydras tun ihr Bestes, aber sind jetzt nicht so flink. Mit der Viper wird es ein bisschen besser. Stattdessen wurde hier nächster Weg aufgemacht. Die Hydras, die sterben wollen sie eigentlich nicht. Aber die Roach Army wollte gerade lieber die Rampe hoch. Und wieder gibt es Nudos. Als zweite Aktion wird aber vom Highground angekotzt. Wobei eine Roach könnte ein bisschen wenig Schaden sein. Da kommt jetzt mehr angelaufen. Aber dafür gibt es auch den Angriff hier auf die vierte. Also weiterhin das Ziel wäre es, diese vierte zu stoppen. Gelingt in diesem Anlauf aber nicht. Wie man sieht, die Lurker, die eigenen Roaches halten das. Nudos wird wieder gesnappt, bevor was durchkommt. Da kommen jetzt die Reinforcements nach vorne. Beide gehen auf plus 3 Missile Decks. Da wurden ein paar Roaches zerlegt. Also Rogue hat trotzdem hier die Kontrolle über das Game. Man sieht es allein von der Map-Position aus, wo seine Army rumsteht, wo die gegnerische Army rumsteht. Schnappt sich auch eine fünfte Basis und versucht natürlich immer noch die vierte hier von Dark wegzuhalten. Nimmt nochmal einen Lurker raus und belagert jetzt die Hatch. Wird aufgegeben. Weiteres Mal keine vierte Basis für Dark. Und wir sind an dem Punkt, wo das wehtut. Wo das deutlich wehtut. Er braucht diese Base. Main Base und Natural sind keine vernünftigen Basen mehr zur Minute 15. Gut, es wurde nicht so viel gemeint. Da geht es noch ein bisschen besser. Aber trotzdem, die Belagerung ist immer noch mit am Start. Und eben die Economy-Situation für Dark ist schwierig. Er versucht zwar sein Bestes. Da kommt die ersten Blinding Clouds mit dazu. Aber die Roach Army pusht einfach rein. Es gibt einen Counter-Attack. Und damit kriegt die fünfte Basis gerade Ärger. Trotzdem wird hier noch die Natural belagert von den Lurkern. Lurker-Tain ist mir dabei 6 zu 12. Also deutlich mehr Frog. Doppelt so viel. Hat die aber nicht hier für die Verteidigung. Das müssen gerade die Hydras erlegen. Hydras sind keine guten Frontkämpfer gegen Roaches. Waren da doch recht schnell weggekotzt. Die Jones sind da in Gefahr. Die Basis ist bereits weg. Der Push hingegen wird hinausgezögert. Hier ist noch die Lurker. Die haben sie ein bisschen näher rangeschoben. Einfach um noch mehr die dritte zu belagern. Weil das sind die Lurker immer noch Schwierigkeiten. Es ist eine Viper mit dabei und die hilft eben aus, um diesen Kampf zu managen. Bis 4 Vipern sind sie sogar aber auf beiden Seiten. Da nochmal Lurker in der Defensive. Aber der Trupp hat auch einiges kaputt gemacht. Sind es bei 18 zu 14.000 Ressourcen lost. Die Roaches haben ihren Job auf jeden Fall erledigt. Die waren wichtig und die machen sogar noch mehr, wie es gerade aussieht. Weil hier eine Hydra wird nicht reichen gegen so viele Roaches. Da kommt der mit Burrow. Um ein paar der Drones zu schützen. Hier, Hills gibt es ja noch mal oben drauf. Aber Rogue hat bereits nachgelegt. Es ist bei 70 Drones zu 59. Die Roaches laufen nochmal kurz ins Lurkerfeuer. Wie man sieht, das macht denen wenig Spaß. Hier, die Position wird aber noch gehalten. Es gibt immer noch keine vierte Basis. Das ist Darks größtes Problem, sein Mining. Wie man sieht, Mainbase, die letzten 300 Mineralien. Natural ist nicht viel besser aufgestellt. Das sind die letzten 500 bis 600 Mineralien. Also da geht ihm komplett das Geld aus. Er hat halt die. Und die Basis, wie man sieht, hat auch nur noch 4 Felder. Er braucht dringend eine neue Mining Base, ansonsten geht der Dark einfach die Puste aus. Man sieht, der Mining-Vorteil ist gefährlich am Steigen. Rogue arbeitet sich auf den nächsten Max-Out vor, hat aber da natürlich auch ein gewisses Lurker-Viper-Problem. Er muss aufpassen, dass er nicht zu verschwenderisch wird. Das kann nämlich gegen Lurker sehr schnell passieren. Wo es jetzt erstmal das Hydra abgeht, da wurden nochmal Drones gesniped von den Roaches hier. Die leben aber nicht mehr lange. Ich meine, die mit Hitpoints. Er kann sogar der Spine-Caller easy ein paar Kills farmen. Macht auch, er schnappt sich den Double-Kill. Wenn das ein Dark Wien ist, ist ein Kampf ums Überleben und eben eine Basis durchbekommen. Er versucht gerade auf beiden Seiten die Patch. Für die sieht es gerade nicht gut aus. Da ist nämlich Trupp Roaches unterwegs. Nein, der wird zurückgerudert. Der wird zurückgerudert, weil den Trupp hier gerade laufen sieht. Abgehtsituation ist 3-2 auf beiden Seiten. Und da gibt es aber einfach den Angriff wieder auf die Basis. Da gibt es Blinding Cloud Party an beiden Seiten. Man sieht ja nicht, wem welche Blinding Cloud gehört. Am Ende aber, wie man sieht, Hauptsache die Lurker sind aktiv. Da wird noch abducted. Aber bisher hält das für Dark, so wie es aussieht. Loki da nochmal richtig aggressiv rein. Zu aggressiv, kann man sagen. Wird dann nochmal selber anflanken. Der Output hier einfach seine ganzen Lurker. Das war kein smarter Move gerade von Rogue. Da hat er richtig Einheiten rein donated. Das ist genau das, was man eigentlich nicht haben möchte. Das ist bei 24 zu 16.000 Resources Lost, also 50% mehr. Dark tradet trotzdem krass genug und so gut ist Rogues Economy dann auch nicht, um das alles wegzumachen. Zumal Dark hier gerade mit dieser Verteidigung beide Basen gehalten hat. Und zumindest zwei neue Mining Bases hat, die er ausnutzen kann. Und selber die fünfte seines Gegners belagert. Also die sechste. Fünfte steht sogar hier oben. Ah, dafür die Roaches laufen nochmal durch Lurkerfeuer. Also da
Überall gibt es tote Roaches. Die Hatch lebt erstmal. Also die hält das durch. Hitpoint-Zustand ist nicht so prickelnd. Die Hatch hier oben, die läuft und die könnte wichtig werden für Rogue. Weil auch er hat natürlich das Problem, dass die Mining Bases nicht besser werden. Dark weiß aber von der Basis. Main Base ist, ja, quasi aufgegeben. 65 Mineralien. Natural ist auch quasi aufgegeben. Die Basis hält auch nicht mehr lange. Also ja, 19 Minuten, gleich 20 Minuten. Wir brauchen die vierte und die fünfte und dann auch eine sechste Basis. Essentielle Basen. Man sieht das auch voll besetzt. Und gleich voll besetzt. Höchste Prio, die Basen zu haben, die Basen zu halten. Judas haben jetzt schon länger keine mehr gesehen. Das Game ist wieder ruhiger geworden. Nachdem Rogue ein bisschen Druck gemacht hat, hat er dann Konter abbekommen und plötzlich sehr viele Einheiten von sich dann gedacht, ah, vielleicht muss er das neu aufsteuern. Kann es. Oh mein Gott! Da droppt er halt mal 30 Supply. Lurker, ja? Ungeachteten Lurker reinlaufen ist unangenehm. Das kostet einfach. Gut, es waren nur 20 Supply. Bisschen überschätzt. Er war. Ich dachte, ging davon aus, er war maxed, aber das war er nicht ganz. Trotzdem tut das weh. 9 Roaches. Es macht sich bemerkbar. Hier sind keine Roaches dabei. Da sind aber auch Lurker defensiv vorhanden. Und somit Roaches sagen, ciao. Die wollen hier nicht bleiben, weil sie genau wissen, wie das endet. Beide gehen auf das Rinde Carapace Upgrade. Nochmal die Hydra Upgrades auch bei Dark. Overlord Speed gleich ready. Mehr Spocker. Es ist wirklich so, dass Dark hier anfängt mit diesem massiven Bunker-Game. Er hat seine zwei zusätzlichen Basen. Dann gibt es nochmal zwei weitere Basen, so technisch gesehen, die man sich schnappen kann. Aber überlässt gerade Rogue das Feld, der natürlich eine Basis mehr hat aktuell. Worker Danish auch mit 90 zu 66 ist auch deutlich besser. Er hat 2x22 Drones an den Mineral Lines, an den beiden hier. Er könnte sich da fast eine weitere Basis schnappen und da die überflüssigen Drones hinstellen. Da hätte er nämlich da auch eine Hatch mit 10 bis mit 11 Drones zusammengerechnet. Mehr Static Defense jetzt auch bei Rogue. Ja, Dark hat hingegen seine Fronten schon verhärtet. Scorecaller Lurker an allen Stellen. Eben hauptsächlich an den Basen, die es zu halten gibt. Da gibt es eine neue Hatch für Rogue. 86 zu 63 Worker. Da fließt natürlich jetzt auch sehr viele Mineralien rein. Maxalus auf beiden Seiten erreicht. Ami-Konstellation ist gerade 30 Lurker. Ich muss gerade wirklich. Ich war gerade für Moment nicht sicher, ob ich mich verlesen habe, aber nein, es sind tatsächlich 30. Mit 3 und 0, 32. Ich sag nochmal welche. 33 gleich. Er hat 33 Lurker zu 11. Er hat dreimal so viele. Keine Roaches, er hat nichts mehr. Er hat Lurker und Viper. Das ist die ganze Konstellation, die Dark hat. Lurker, Viper und Spawncaller. Das ist alles, was man als Zeug braucht, um glücklich zu sein, anscheinend. Und die Frage ist jetzt eben, wie bricht Rogue das? Kann er das brechen? Er hat selber weniger Viper. Er hat noch ein paar Roaches, die ihm in so einer Situation wenig helfen. Versuchen wir mit 11 Roaches was gegen 30 Lurker zu machen. Das wird halt eine totale Zerstörung. Gut, beide Seiten haben dann gleich 3-3 Upgrades. Aber man sieht, das Game ist wieder vorsichtig geworden. Dark, ja, denkt sich, komm doch, meine Defense steht. Und Rogue denkt sich, wie gehe ich das an, ohne meine Army komplett zu verheizen? Weil er hat nicht so ganz das Geld, um die Army wieder neu aufzubauen. Er kann einen Teil davon neu aufbauen, aber man sieht, dass 5000, 4000 kostet das Ding gerade. Und das Geld hat er nicht. Gerade Vespingas ist das Hauptproblem in dem Fall. Das ist die Ressource, der es da mangelt. Auch wenn er da weitere Basen hat. Er hat jetzt die hier online. Die sind bei 57, 82 Worker. Also Dark ist vollkommen zufrieden, damit weniger Mining zu haben, weniger Basen zu haben. Er sagt sich, das ist ein Effizienzspiel. Und das habe ich gerade voll im Griff, wie man sieht. Er schiebt jetzt langsam mit den Squawkern nach vorne, jetzt mit den Lurkern und versucht damit einfach hier Burger zu sorgen und damit auch eine neue Basis abzusichern. Also er will auf jeden Fall auch eine weitere Mining Base. Klasse, eine dritte. Ich würde sagen, schwächelt, aber sie ist buchstäblich gerade ausgelaufen in den Mineralien. Vespingas verschwindet auch gleich eins. Da geht es los. Da sind die Viper-Kriege. Da wird abducted, was das Zeug hält. Auf der einen Seite machen die Hydras die Arbeit, auf der anderen die Spawncrawler. Und das ist jetzt die Frage, wer kam da besser weg? Insgesamt kam Dark besser weg. Dark killt mehr. Killt drei Vipern zu einer. Und das ist genau das, was er haben will. Wie gesagt, er spielt das Effizienzgame. Er braucht nicht so viel Mining, wenn er einfach deutlich mehr Ressourcen zerstört. Und bisher macht er das mit 18 zu fast 28.000 Ressourcen los. Sieht das nicht so prickelnd aus. Und die Basen sind direkt nebeneinander. Entsprechend wird jetzt auch Rogue ein bisschen belagert. So, direkt neue Viper nach. Adrenal Glance und Melee Attacks. Ich meine, man könnte. Wenn hier in die Basis reinrennen, lohnt sich fast gar nicht mehr. Vielleicht für die Larven. Die Larvengenerierung noch. Und währenddessen hat sich eine Roach hier durchgesneakt. Und kann die Natural ein bisschen belagern. Währenddessen oben. Ah, Vipern killen Gebäude. Da muss man auch drauf aufpassen. Der, wie man sieht, das Energiesaugen tut schon richtig weh. Das ist. Oh mein Gott, der killt sich gleich seinen eigenen Infestation Bit. Gut, Infestation Bit ist nicht so wichtig. Aber kostet auch Geld. Geld, das Rogue jetzt nicht unbedingt zum Verschenken kann. Vor allem, wenn es ums Vespingas geht. Auch wenn jetzt wahrscheinlich
keine weiteren Infestoren bauen wird. Ein Fungal wäre lustig auf Vipern, aber den zu treffen ist schwierig. Dazu müsste man sehr nah ran an die Lurker und das möchte man beim besten Willen nicht. Also ja, es ist tatsächlich zu so einem Stellungskrieg geworden. 24 Minuten haben wir jetzt. Wollen mal sehen, wie lange das Spielchen noch geht. Erstmal Overseer ranziehen, Lurker ranziehen. Jeder Kill ist wertvoll, wenn der Gegner keinen Kill bekommt. Am Ende brauchen die Viper nur Energien. Können sich ihr Gebäude wieder aufsaugen. Dann hilft natürlich auch, wenn man massig Spork hat. Da hat man quasi eine mobile Energiereserve dabei. Eine Batterie, in der man sich ständig hochsaugen kann. Da sieht man, es geht weiter. Nächster Overseer. Also das sind die Trades, mit denen sich jetzt Rogue voranschiebt. Er hat auf jeden Fall die Geduld, wie man sieht. Er rennt jetzt nicht einfach stumpf rein. Weil das kriegt aber gerade den Lurker-Rumble ab. Und hier hat er die Front ist einfach verhärtet. Wie man sehen kann. Man versucht einfach alles mitzunehmen, was sie mitnehmen können. Und hier die Lurker einfach mittendrin. Sagen mal Hallo. Und die Linge können da nicht durch. Die Linge haben auch noch gar kein Speed-Upgrade. Die Roaches kommen jetzt an. Aber auch die Roaches tun sich schwer mit dem Kampf. Wobei die Lurker targeten gerade nicht so toll. Am Ende können die Roaches das überrennen. Wie es gerade aussieht. Und der Schaden jetzt hier in Grenzen. Weil halt hier ist nicht viel, was man mehr killen kann. Außer Einheiten. Wobei hier fehlt die Detection gerade. Overseer kommt gerade angeflogen. Die Hydras sollten auch nicht mehr durchlaufen, aber sie leben. Da gibt es die Counterblacks auf Overseer und Lurker. Also das Spielchen wird noch eine Weile so laufen. 7000 Resources lost mehr. Und da nochmal ein Lurker, der drin ist. Der hat den. Einer hat sein Leben gegen den Spinecaller verloren. Der andere ist aber drin. Und wie man sieht, killt 5 Drones und blockiert einmal die Basis. Mein Basentechnisch gibt es noch eine, die man sich schnappen kann auf der Karte. Das ist die hier unten. Die wäre für Rogue auf jeden Fall leichter als für Dark, weil Dark muss sich halt schon auf. Man sieht das, hier sind immer ein paar Lurker gebunden. Das ist ein großes Problem für ihn, weil er doch jetzt sich sehr in die Breite ziehen musste. Weil er eben eine neue Mining Base braucht. Das ist immer das Risiko, was man hat, wenn man so einen Focus-Stil spielt und einfach zu viel Fläche verteidigen muss. Mining Technisch aber, er hat jetzt in den Griff gekriegt, weil Rogue natürlich auch Zeug verloren hat und ein Gebäude investiert hat. 19 Spinecrawler zu 44er, das ist trotzdem drin. Dafür 11 zu 2 Spinecrawler. Davon hat er einige, um seine Basen zu schützen. Da sieht man den Versuch dieser Basis. Das ist tatsächlich Dark, der sie haben möchte. Säbelt sie erstmal doch massenhaft Changelinge durch. Easy Kills. Quasi Free Kills. Die können sich nicht wehren. Ist echt schon gemein. Man sieht, Vespingas Bank ist trotzdem nicht genug für das, was diese Armys kosten. Darks Army kostet mehr Vespingas, als die Mineralien kostet. Das ist einfach, ja, 8 Vipern, 30 Lurker. Das ist nicht so überraschend. Weil auch 10 Vipern bei Rogue, auch das ist mega, mega teuer. Also er kann das nicht komplett wieder komplett ersetzen, wenn er das Zeug wird. Roaches versus Lurker. AKA Frühstück für die Lurker. Sieht einfach so nutzlos aus, da reinzulaufen. Und hier wurden auch ein paar Trades gemacht wieder. Mit Abducts, mit den Vipern. Und es waren fünf Vipern wurden die gekillt. Oh ja, die sind. Oh ja, die haben gelitten. Hm, ich spring nochmal zurück. Aber was? Hat er da wirklich versucht, einfach ranzukommen? Die Vision nicht gehabt? Ich möchte jetzt einfach nur wissen, was der Auslöser war. Klar, er muss hier einen Highground hoch. Das ist ein bisschen schwierig, auch wenn man den Overseer hat. Aber Highground bleibt Highground in dem Fall. Und sorgt dafür Herausforderungen. Man sieht, die Lurker putzen sich immer wieder ein bisschen nach vorne, um eben die Spore-Kolle des Gegners zu bringen. Gleiches gilt für den Overseer, um die Vision zu haben. Da die Vipern. Okay, es war eine Abduct-Party, die allerdings Dark deutlich gewonnen hat. Da kamen die Vespingas-Verluste. Wie gesagt, das ist teuer und das ist genau das Ding, was man nicht so einfach ersetzen kann. Vespingas. Oder aus 800 zu 3000. Es ist nicht so viel da. Es werden Viper nachgebaut. Also war gleich ein gleiches Spielchen. Belagen läuft immer noch. Da kommen die Viper mit nach vorne. Ziehen mal den Lurker ran und den nächsten. Überleben sogar. High Ground. Ja, da gibt es einen Linger dabei auf die Main Base. Die Linge haben wir Dreener Glanz, aber keine Attack Upgrades. Das heißt, der Schaden hat auch so ein Plus 1 sogar. Immerhin etwas. Man sieht, Hydras müssen sich da auch durcharbeiten. Das ist eine gewisse Herausforderung. Dafür geht es hier in dasselbe Spielchen nochmal. Also immer währenddessen irgendwo was abgeht, hoffen die beiden drauf, sich die gegenseitige Vipern ausradieren zu können. 7 zu 5 steht es da. Da mehrere Lurker, die da rangezogen wurden. Da war natürlich die Energie schon mal niedriger. Die Vipern noch angeschlagen. Und dann kam eben gleich die Antwort. Da wurde wieder noch was hier rausgenommen. Und ja, jetzt kommt das zurück. Und es starben wieder, glaube ich, deutlich mehr bei Rogue. 9 Vipern, ja, in den letzten 50 sind 9 Vipern zu 4. Also mehr als doppelt so viele. Die Basis unten konnte sich Dark sogar sichern. Wenn er die Basis hat, ist es am Ende tatsächlich gleicher Basenstand. Und das ist keine gute Situation für Rogue, der bisher mehr Geld gebraucht hat. Mit 36 bis 25.000 ist es deutlich. Und auch seine Basis hier hat gerade Schwierigkeiten. Also plötzlich dreht sich das Rogue und rennt jetzt. Oh mein Gott, er rennt hier rein, aber er rennt durch die Lurker doch. Immerhin, die Linge ist nicht schnell genug, dass es nicht so tragisch wird. Und die fressen jetzt gleich mal durch den Tag, versuchen zumindest. Hydras aber können sich dadurch spucken. Die Lurker, die halten noch die Stellung. Da kommen die Vipern, aber sie kommen zu spät. Die Hedge ist bereits weg. Klar starben einige Lurker dafür, aber eine komplette Mining Base ausradiert. Ein paar der Lurker überleben auch, können sich dann der Basis nochmal hinpflanzen.
und die Basis irgendwie verteidigen. Somit die Hydras müssen aufpassen, wenn Zeus kommt. Die Lurker aber zu zweit ist ein bisschen wenig, wie man sehen kann. Die Defense hier ist noch nicht ready, selbst dann wären das Squawkroller. Sie helfen sowieso nicht. Gegen die Overseer ja, aber nicht gegen die Hydras. Und somit wird das Basis für Basis getradet. Nächster Lingron bei. Also sieht man es ja auch. Rogue sagt sich, ja, Mineralien habe ich. Es scheitert am Vespingas. Somit Mineralien kann man einsetzen. Opfert da wieder ein paar Länge beim Versuch, da reinzurennen. Hat inzwischen den Lurker dann bekommen. Der wird nämlich gerade nachgebaut. Und auch der Hive-Tech ist eben immer noch in einem sehr, sehr schweren, sehr, sehr schlechten Zustand mit den letzten 300 Hitpoints. Der wird jetzt auch gefressen. Da Fleet Dark auch wichtig ist. Das ist auch teures Vespingas, das hier drauf geht. Hydra dann als nächstes Ziel. Die Hydras hier versuchen ihr Bestes, um das zu halten. Aber da verliert Dark wirklich einiges. Er hat einen neuen Leertag. Er baut sogar nochmal einen Leertag als Backup. Unten eben aus dem bisherigen wurde jetzt ein Hive-Tech. Das sieht Evolution Chamber als Energiespeicher für die Vipern. Er wird nach vorne geflogen. Dafür geht es jetzt hier nach vorne mit den Lurkern in die ehemalige Dritte, in die Basis hier oben. Aber die Lurker haben Schwierigkeiten. Wo blinkt es noch? Da unten blinkt es gleich, denn da kommt Hydras wieder anmarschiert. Die Lurker waren neu gemofft, sind aber nicht ganz ready. Ab da kommt auf den ersten Binding Cut und auch direkt oben drauf. Das werden Hydras hier weiterhin von Rogue gewinnen. Damit wäre es die Basis hier für uns, fehlt auch da Reinforcements. Also gerade eskaliert das ein bisschen, was hier alles abgeht. Und die Vipern fliegen in die Spawncaller. Das sollte nicht passieren, da muss man drauf aufpassen. Die Vipern sind trotzdem noch essentielle Einheiten, weil einige Lurker auf dem Feld sind. Paris League Bomb damit oben drauf. Und die Viper, ja, beschädigt da schön ihre Kollegen, stirbt am Ende selber. Overseer wird nochmal weggesnappt. Und die Basis hält tatsächlich für Dark irgendwie. Ja, das sind die Linke, wurden in der Ecke nochmal eingebuddelt. Ja, der Hive-Tech ist weg. Die Lurker hier pushen nochmal näher ran. Nehmen Reinforcements raus. Und wie man sieht, Rogue's Bank ist alle. Er hat sein ganzes Geld ausgegeben. Dark hat auch keins mehr, aber der hat zumindest mehr Supply. Da sieht man noch Percy Bombs. Vipern werden weniger. Wir sind bei 1 zu 9. Dark hat einen unfassbar großen Vipern-Vorsprung. Und natürlich immer noch 7 Lurker. Damit auch mehr. Das wird gerade komplizierter für Rogue, bis zu geradezu unmöglich, weil gegen so einen Viper-Nachteil zu kämpfen, ist ein schweres, man sieht das, es fliegt einfach eine Blinding Cloud nach der anderen, die Hydras werden einfach nur weggeschmolzen von dem Lurker, der da oben noch abhängt und somit, ja, Rogue's Supply kollabiert und damit kollabieren seine Chancen in diesem Game. Das 2 zu 1, das gehört tatsächlich Dark, also sein Verteidigungsplan und dann irgendwie einfach jetzt ein bisschen Chaos stiften, als es ein bisschen ins Chaos versunken ist, er hat das Chaos-Spielchen einfach mitgespielt, das hat funktioniert. Ich meine, er hatte wirklich eine schwere Zeit, als er auf 3 Basen festgesteckt ist und keine 4. bekommen hat. Aber Rogue konnte das nicht nutzen. Er kam durch die Defense nicht durch. Man sieht 16.000 Ressourcen mehr verloren. Ich glaube, gerade in den Vipern sollte das ein deutliches Bild abgeben. 18 zu 7. Ja. 99 Roaches. Also 100 haben wir nicht ganz geschafft. Aber da waren dann auch natürlich die ganzen Lurker und die ganzen Hydras. Wie man sieht, 96 Hydras zu 45. Auch da mehr als doppelt so viel. Und Lurker-technisch, da hat Dark mehr weggehauen. Aber er hat auch massig welche gehabt mit über 30 Lurkern an einer Stelle. Ja, der Tech-Verlust, der tat weh, aber am Ende war es halt nicht genug. Also Rogue hat zu viel verloren für den Schaden, den er gemacht hat und konnte das halt nicht reinforcen und hat die Vipern dann halt auch verloren. Und man hat gesehen, gerade gegen Ende, die Vipern sind essentiell für sowas. Somit Dark der Gewinner der Gruppe C. Rogue darf da auf das Deciders-Match warten, welchen Gegner auch da mal bekommt. Und das aus mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.